Ob Speedbüglerin, Turbo-Messerwerfer oder Kartoffelschäler, sie alle sind die schnellsten in ihrem Metier. Doch Deutschland hat noch mehr flinke Talente. Schnell ist noch untertrieben. Diese Talente stehen für Hochgeschwindigkeit. Wer schafft es auf Platz 1 bei Deutschland deine schnellsten Talente? Unsere Suche geht weiter. Platz 3 führt uns nach Nordrhein-Westfalen, und zwar in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Hier treffen wir Felix Blume alias Kollega. Sind du von der Kamera blown. Ah, und du siehst immer wie deine Rapid oder gerne über die mit Tasche voller Money machen, aber kleine Insta. Yo, ich bin Kollege der Boss, schnellster Rapper Deutschlands und vielleicht auch der schnellste Sprecher. Ich lade meine Ballermann und Ballermann auf alle Mann, deine Mann, Motherfucker, wenn deine Mama vor der Kamera, der Kanada, gerne am Arne mit der Gunne, Mama ist back, ist es Kollege der Boss. Im Internet ist er mit seinen Videos Klick-Millionär. Fast könnte man bei dem Speed an einen Fake denken. Aber als er so vor uns steht, wird klar, das ist kein Trick, sondern Talent und viel Übung. Aber wie kommt man auf die Idee, so schnell zu sprechen? Ach, jahrelanges Training. Ja. Ja, damals angefangen, 2006 oder so war das. Ich habe viel zu tun gehabt, zwei Nebenjobs, Schule gemacht. Und du sparst einfach unheimlich viel Zeit, wenn du schneller redest. Also am Anfang habe ich so angefangen, dass ich wirklich so die Silben angepasst habe. Welche Silben kann man am schnellsten aufeinander folgend schnell aussprechen? Und mit der Zeit, je mehr man die Zunge trainiert, je elastischer die wird und schneller, desto mehr kann man auch variieren. Und irgendwann kann man halt alles schnell aussprechen. Ne? Und dann ist das so, nach 6 Jahren jetzt mittlerweile kann ich wirklich jeden Text, wenn ich ein bisschen trainiere, so den sehr schnell aussprechen. Aber wie stellt man jetzt vor dem Fernsehteam unter Beweis, dass man der schnellste Rapper Deutschlands ist? Wir zeigen Kollege ein Internetvideo vom schnellsten Sprecher der Welt, Dr. Winter. Kann Kollege es mit ihm aufnehmen? Ja, nicht also beeindruckend. Der Herr Georg Winter, der hat es auf jeden Fall schon drauf. Und könnte auch auf jeden Fall mal über eine Rapper-Karriere nachdenken. Nee, also ist auf jeden Fall schon sehr schnell. Es steht auch, glaube ich, im Guinness-Buch der Rekorde. Und gilt als der weltschnellste Sprecher. Ich versuche das gleich mal zu toppen. Das kleine Gedicht, was er da aufgesagt hat, ich versuche das mal noch zu überbieten. Ob Kollege den Mund da nicht zu voll nimmt? Bis zu 300 Silben schafft Dr. Winter pro Minute. So, jetzt will ich aber doch mal sehen, wie lange der genau gebraucht hat. Ich stoppe das jetzt mal ab, wie schnell der genau war, der gute Mann. Alles klar, wie Poppen, Kopf, ich hab dir Möpschen, Bobby, Häppchen, Gatter, Schnapp, Bobby, Gabi, Stopp und Tobli mit dem Lappen ab. Stopp, wie Blabber, Sau, Kopf, ich hab, Pop, wir sind ganz Klipper, Kloppe, Gabi, Pop, Trippe, Kolob, das Sappos, Bobby, durch den Schopf, Gehirn, das Hopp, die Pirre, Sau, auf Gabi, Bobby, an den Kopf, Schluss mit diesem Horrortrip, da schnappt der Bobby auf den Slip. Okay, genau 12 Sekunden hat er gebraucht. Das gilt es jetzt zu überbieten. Wir geben Kollege Zeit, um den Text zu lernen und den Zungenbrecher zu üben. Die große Herausforderung beim Schnellsprechen besteht darin, alles trotz hoher Geschwindigkeit noch verständlich auszusprechen. Es ist schon, schwer auf jeden Fall. Ja? Nicht so einfach. Zungenbrecher. Ich gebe mein Bestes. Als Gabi Pop im Copyshop den Möpschen Bobby Häppchen gab, da schnappt der Bobby Gabi Stopp und hoppte mit dem Lappen ab. Stopp, rief der Boss vom Copyshop, Pop, wir sind kein Superclub. Gabi Pop, Trip im Galopp, nonstop, Pops, Bobby durch. Der Inhalt ist auch sehr lustig. Also es geht hier um eine Frau, die von ihrem Hund irgendwie den Slip und das Oberteil ausgezogen gekriegt in einem Copyshop und dann da nackt rumtanzt. Also soll noch einer sagen, die Rapper-Texte wären ordinär. So, also 12 Sekunden ist eine Ansage auf jeden Fall. Das gilt es jetzt zu unterbieten. Ich probier's und den Text habe ich hier. Wir probieren's einfach mal. Es wird ernst. Los geht's. So. Als Gabi Pop im Copyshop den Möpschen Bobby Häppchen gab, da schnappte Bobby Gabi Stopp und hobte mit dem Lappen ab. Stopp, rief der Boss vom Copyshop, Frau Pop, wir sind kein Stripper-Club. Gabi Pop im Galopp, non-stop, Mops, Bobby durch den Shop. Gib her das Stopp auf Gabi Bobby an den Kopfschuss mit diesem Horror-Trip, da schnappte Bobby auch den Slip. Ah, 10,4 Sekunden. Ja, da habe ich die Ehre der Rapper wieder hergestellt, auf jeden Fall.
Ich bin selber ein bisschen überrascht, aber ich muss auch sagen, ich habe es mir zugetraut, dass ich auf jeden Fall an die Zeit rankomme. Aber fast zwei Sekunden schneller, da bin ich natürlich stolz drauf. Tatsache, Kollega war schneller als der schnellste Sprecher der Welt und jede Silbe deutlich ausgesprochen. Dafür gibt es Platz 4 der schnellsten Talente Deutschlands.